Dagmara Büttner ist in der 30. Schwangerschaftswoche. Zeit für ein Vorgespräch zur Geburt. Hallo. Hallo. Na, wie geht es Ihnen? Ja, gut. Prima. Sie haben einen Termin zur Geburtsanmeldung? Genau. Ja, würde ich sagen, geben Sie einen Moment. Dankeschön. Die Anmeldung in der Asklepios-Klinik Barmbek übernimmt Hebamme Christine Tullius. Ja, und der errechnete Termin ist Anfang September. Genau, 4. Ja. Gab es jetzt irgendwas Besonderes in der Schwangerschaft? War das? Also möglichst ab der 28. bis 30. Woche sollte man sich anmelden, telefonisch einen Termin vereinbaren, weil je nachdem, was die Frauen für Vorerkrankungen oder für eine Geschichte mitbringen, braucht man einfach noch Zeit in regelmäßigen Abständen, dass sie sich wieder hier vorstellen, dass Beratungen stattfinden können. Fester Bestandteil der Anmeldung ein kleiner Blick in einen der Kreissäle. Geburtssessel, Geburtswanne, Bälle, Hocker, Seile. Wie das Kind schließlich zur Welt kommt, ist Mama und Papa Sache. Auf großes Interesse stößt meist die riesige Wanne für eine Wassergeburt. So, das heißt, hier wäre sozusagen mein Arbeitsplatz, so das Kind in Empfang zu nehmen. Dann haben wir hier so ein kleines Andenken, das bereiten wir vor. Hier gibt es einen kleinen Fußabdruck vom Kind. Das bei Dagmara Büttner schon ordentlich strampelt. Auch die bereits zweifache Mutter wünscht sich eine Geburt in der Wanne. Auf jeden Fall Händchen und Beine. Okay. Ich finde Wassergeburt toll. Natürlich, vielleicht wenn ich kriege ganz tolle Schmerzen oder so, das muss ich anders entscheiden. In der Wanne ist nämlich keine PDA möglich. Ein letzter Check beim Aufnahmegespräch. Wie geht's dem Baby? Liegt es richtig? Arzt Joscha Niemann wirft per Ultraschall einen Blick in den hübschen Mamabauch. Vielleicht ganz gut erkennen kann, ich kann ihn einmal umfahren, das ist hier der Kopf. In jedem Drittel der Schwangerschaft macht man diese Ultraschallaufnahmen und wenn Besonderheiten sind, dann würde man eben sie nochmal gezielt zu einem Ultraschalluntersucher schicken und dann besondere Aufnahmen der einzelnen Organe oder Ähnliches untersuchen lassen. Es wird ein Junge. Und das mit dem Geschlecht kann ich auch bestätigen. Ja. Sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die Geburt und natürlich bis dahin noch eine schöne Zeit. Das mit dem Jungen hat Dagmara Büttner irgendwie schon geahnt. Sie hat nämlich schon zwei. Egal wann der Kleine kommt, in der Asklepios Klinik Barmbek ist schon alles vorbereitet.